Stille. Das ist was, was wir immer wieder suchen. Es gibt allzu nicht, es gibt so viele Momente, in denen man einfach nur ein bisschen Stille, einfach ein bisschen Ruhe haben möchte. Das Problem, Stille sucht man meist vergeblich. Denn heutzutage ist Stille schwer zu finden. Überall gibt es Geräuschquellen, überall gibt es Lärmquellen. Wenn man in einer Stadt wohnt, hat man meistens allein schon den Lärm von den Straßen, den man gar nicht los wird. Wir haben uns für dieses Problem aber eine Lösung überlegt, denn was wäre denn, wenn man schon im Voraus wüsste, wie das Lärmverhältnis in einem bestimmten Gebiet ist, an einem bestimmten Ort ist? Könnte man dann nicht zum Beispiel schon beim Umziehen entscheiden, wo man hinziehen möchte, wo es vielleicht leise ist? Oder wenn man zum Beispiel eine Familie mit Kindern hat, weil man unbedingt ruhige Nächte braucht, kann man genau rausfinden, wo man ruhige Nächte hat. Und deshalb präsentieren wir Noise Watch. Ja, eine Präsentation ist schön, eine Live-Demo ist schöner. Und zwar geben wir die jetzt. Dort haben wir unsere Website. Ja, da sieht man einen großen Block mit simulierten Daten. Wir hatten leider nicht die Ressourcen, die Echtzeit zu messen. Allerdings kann man da schon sehen, es gibt viele rote und auch viele grüne Flächen. Die roten Flächen sind die lauteren Flächen, die grünen die leiseren. Das heißt zum Beispiel, unten rechts wäre es jetzt um einiges leiser als oben links. Ja, dort sieht man einen Slider. Den Slider kann man natürlich auch hin und her ziehen. Und beim Hin und Her ziehen ändert sich auch diese, naja, da ändert sich die Daten. Und zwar basierend auf der Uhrzeit. Zum Beispiel, wenn wir den jetzt auf 0 Uhr ziehen, dann sehen wir, dass es um einiges leiser ist jetzt als zum Beispiel um 12 Uhr. Das berechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten 2 Wochen, die wir gemessen und oder halt in dem simuliert haben. Ja. Und natürlich ist unser ganzes System nicht nur Software, sondern wir haben uns auch ein Sensorsystem überlegt. Ich werde das jetzt einfach mal hochhalten, dann brauchen wir die Kamera dafür nicht. Und das Sensorsystem haben wir ziemlich schnell zusammengebaut und das ist auch sehr günstig, denn alle Komponenten zusammen kosten so um die 10 Euro. Und unser Gedanke dabei war, dass sich quasi jeder Interessierte oder jeder, der bei diesem Projekt mitwirken möchte, sich selber diese Teile bestellen kann, sich selber so einen Sensor bauen kann und diesen Sensor dann eben auch selbst aufstellen kann. Auf diese Weise wird die Karte immer genauer und immer verbreiteter, desto mehr Leute sich eine solche Messstation eben selbst bauen und selbst aufstellen. Das ist eben unser Gedanke dabei, dass wir die Daten für diese Karte eben von interessierten Bürgern und interessierten Bürgerinnen selber ermitteln. Ja, so ein Sensor ist immer sehr kritisch. Funktioniert er nicht? Wir sind uns sehr, sehr sicher, dass er funktioniert und demonstrieren das jetzt auch live in dem Sinne. Das heißt, wir können jetzt übergehen auf eine Oberfläche mit Graphen zu den Lautstärken. Jetzt haben wir da gerade den angesteckt. Das heißt, er macht bald oder gibt gleich Daten ein über die Lautstärke. Jetzt muss ich Sie alle bitten, mal richtig Lärm zu machen. Also irgendwie auf dem. So, Netzwerklatenzen gibt es natürlich immer. Jetzt müssten die langsam eintrudeln in dem Graphen und dann können wir wahrscheinlich auch bald schon sehen, dass Sie ganz schön kräftig geklatscht haben. Allerdings, dieser Sensor streikt anscheinend ein bisschen, hat ein bisschen Lampenfieber. Es hat in allen Tests funktioniert. Naja, auf jeden Fall. Eigentlich müssten Sie jetzt sehen, dass Sie sehr laut geklatscht haben. Alles klar. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei. Bei unseren Mentoren Guido und Dominik und beim Orga-Team, dass sie alles so toll organisiert haben. Wir hoffen, wir haben sie überzeugt, dass das Projekt wundervoll ist. Auf jeden Fall, ganz wundervoll.